Guten Tag. Die verzweifelte Sanktionspolitik der aktuellen Regierung und den Regierungen davor der USA haben sie in eine Lage geführt, die unschön ist. Sie ist am Ende einer Sackgasse angekommen. Das wird deutlich durch Ausübung massiven Drucks auf ihre eigenen sogenannten Partner, indem sie gegen ihre eigenen Interessen handeln. Beleidigung von Personen in Ämtern, wie diese Woche mal wieder geschehen. Und vielen anderen Beispielen. Die Administrationen der USA haben sich selbst ad absurdum geführt. Dieses Verhalten hat dennoch eine gute Seite. Was kaum einer geschafft hat, haben die USA erfolgreich umgesetzt. Der russische Bär ist in seinem Winterschlaf gestört worden und muss sich jetzt bewegen. Was ihm eigentlich nicht behagt, ihm nichts anderes aber übrig bleibt. Unter einer klugen russischen Administration von Wladimir Putin hat es Russland geschafft, diese Sanktionen in Vorteile umzusetzen. So ist Russland zum Beispiel Exportweltmeister in Bio-Weizen. Aus dieser Sackgasse, in der sich die USA befinden, werden sie nicht mehr so einfach herauskommen. Dazu ist in der westlichen Politik eine Evolution des Politikers im Menschsein notwendig, welche ich derzeit nicht erkennen kann. Es wird also mit dem alten Denken weitergemacht werden. Hoffentlich endet das nicht in einem militärischen Konflikt, sprich Krieg, den weder die Bevölkerung Europas noch der ganzen Welt wollen. Niemand will Krieg. Auch die Menschen in der USA nicht. Ein neues Denken muss her. Und es ist bereits vorhanden. Ich rufe daher die Verantwortlichen in Russland und seiner Menschen dazu auf, weiterhin Geduld aufzubringen und Ausschau nach neuen Politikern zu halten, die dieses neue Denken haben. In Frieden und Freundschaft mit Russland und der ganzen Welt leben wollen und politisch Verantwortung dafür übernehmen. Stabilität in unserer Welt ist nur mit Russland möglich. Sie ist Voraussetzung, damit sich die Menschheit in eine gute Richtung entwickeln kann. Um die Herausforderung der Probleme unserer wunderschönen gemeinsamen Heimat, Planet Erde, annehmen zu können. Ich bedanke mich bei Eurorus für diese Einladung. Vielen Dank. Thank you.